Und dann machen wir weiter mit der Feuerweise. Feuerstürme sind auf viele der westlichen Städte herabgeregnet. Wahrscheinlich ist Balor der Hexer dafür verantwortlich. Kein Feuerzauber kann ihn verletzen und die Zauberer des Kaisers können ihn nicht von seinem bösen Tun abbringen. Deshalb seid ihr erwählt, in Balors Höhle tief unter dem Vulkanberg einzudringen. Jeder von euch, der dieses Abenteuer übersteht, bekommt vom König 150 Goldmünzen. Verstehe ich nicht, Mentor. Verstehe ich nicht, oh. Ich habe nur Intelligenz 2. Okay. Ich habe übrigens die Zeit genutzt in der Pause und mir die Karten aus dem Brettspiel nochmal rausgeholt. Wie hieß das Ding nochmal? Balurs. Warte. Borens Rüstung. Achso. Nee, Borens Rüstung. Borens Rüstung. Du stehst nicht ernsthaft direkt vor der Tür. Oder was bist du denn schon wieder für eine Pissnelke? Du hast plötzlich die Maus bewegt. Den Cursor. Hab ich nicht. Okay, dann nicht. Ach, du bist noch dran. Okay. Ich bin noch dran. Das ist, ja, ich habe einfach alles gelassen, weil du dich plötzlich bewegt hast. Achso, ich dachte, ich wäre dran. Gut. Nein. Borens Rüstung ist quasi wie ein Kettenhemd. 4 Verteidigungswürfel, das war's. Ah, okay. Und übrigens, auf den Ausrüstungskarten im Brettspiel steht beim Kettenhemd nicht drauf, dass es nicht vom Zauberer getragen werden darf. Aha. Aber, 50 Öcken. Warum, wenn wir ihn nicht speichern können? Na gut, was soll's. Aber, ich hab's ja versucht, hab auch Gold gesammelt und dem Zauberer das Kettenhemd gekauft, durfte es aber nicht ausrüsten. Das ist ja Quatsch. Ja, aber es hat tatsächlich einen Vorteil hier, das Computerspiel, weil das Kettenhemd ist nur einmal da. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich mir das Kettenhemd kaufe im Brettspiel, kannst du es nicht mehr haben, weil es weg ist. Aha. Das ist, das ist ja doof. Was ist das für ein scheiß Laden? Ja, da führt halt jeden Gegenstand nur einmal. Hast du ja schon gesucht? Ja. Ich hab Bolzen abgekriegt. Das ist doch schön. Nein. Es gibt tatsächlich von den Ausrüstungsgegenständen vom Werkzeugkasten abgesehen, nur 3, die der Zauberer tragen kann. Knüppel. Und dann gibt es noch 2 spezielle Gegenstände nur für ihn, die hier nicht im Shop vorhanden sind. Total bescheuert. Der Armschutz und die Tarnkappe, womit er wenigstens dann auch auf mehr Verteidigungswürfel kommen würde. Ah ja. Also du kannst ihm im Brettspiel anhand der Ausrüstung aus dem Shop auf 2-4 Würfel kaufen. In dem Raum habe ich noch nichts gesucht. Falls es dich interessiert. Das ist gut. Aber im Computerspiel nur auf 2-2. Und damit ist er dann echt scheiße. Nochmal 50 Öcken. Mehr suche ich da noch nicht, das reicht mir. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie das mit Borins Rüstung ist. Da steht auch nicht drauf, dass es nicht vom Zauberer tragbar ist. Vielleicht geht das ja im Computerspiel. Das wüsste ich jetzt nicht. Werde ich auch nicht mehr bestätigen können. Vielleicht weiß es ja jemand zufällig und schreibt es unten in die Kommentare. Danke. Und ich hatte mich gehört, von den 5 besonderen Gegenständen, die man nur aus dem Dungeon rauskriegt, ist nur 1 speziell für einen Zauberer auch nicht. Könnte ich auch als 11 benutzen. So ein Zepter. Damit darfst du pro Runde 2 Zaubersprüche rausnatzen. Was jetzt bei mir nicht so geil ist. Aber beim Zauberer, der 9 hat, schon interessanter. Trennen wir uns schon wieder? Das überlasse ich dir. Okay, mach Idiot. Tschüsslerö. Ich wollte noch nicht mehr suchen. Och, Mann. Ja, Megablock. Nicht nochmal Megablock, schade. Ja, mach drauf. Hui. Ja. Wenn er meint. Mach Idiot. Na, keine Lust auf ihn? Ich guck mal ins Zentrum. Okay. Ich hab schon wieder unsere Aufgabe vergessen. Den Feuerweisen töten? Ach ja, scheiße. Jetzt prasseln 8 Angriffswürfel auf mich ein. 2x3 und 1x2. Ah. Soll ich zurückkommen und dir helfen? Bitte. Oh, da eine Ork pennt. Gut, vielleicht ist er in der Mittagspause. Denkbar. Auch Orks sollten Pause machen. Besser ist vielleicht. Die Skelette brauchen aber keine Pause. So, tot. Ja. Ich durchsuche den Raum in der nächsten Runde. Mach halt mal. So, einen sind wir schon mal los.
Achso, ich hätte rauslaufen können, ne? Scheißegal, ist eh nur ein Gegner, der angreift, der andere hat keinen Bock. Ich war los? Hm, was denn für Geräusche? Oh, mit dem könnte sich mein Krieger gut unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Steht da Intelligenz drauf auf den Monsterkarten? Warte mal. Ja, tatsächlich. Ein Orc ist genauso intelligent wie der Barbar, das ist korrekt. 2. Ha! Also eigentlich möchte ich den Orc angreifen, weil er auch so viel mehr hat, aber dann... Karums! Knochensplitter. Nee, der ist wirklich nicht... nicht da. Ich bin auch extra nicht an ihn rangelatscht, weil ich die Befürchtung hatte, nochmal 50 Öcken. Dass wenn ich dran stehe, dann kommt da vielleicht doch ein bisschen Leben in ihn. Ich hätte übrigens was stehen lassen. Ja. Ich hätte auch rechts unten weiterlaufen können. Jetzt ist doof, jetzt ist egal. Ja, ja, okay. Ja, nur ist Banane. Was will ich eigentlich in dem Raum? Hier würde wohl wenigstens ein geheimer Ausgang nach rechts, links oder so sein, oder? Davon gehe ich doch jetzt mindestens aus. Ja, sonst ergibt der Raum ja gar keinen Sinn. Der Raum, in dem ich war, gab allerdings auch nichts her. Sackgasse. Zum Suchen. Na klar, komm. Oh ja, Kabüms. So ein Vieh mehr hat übrigens 3-3, falls du dich gefragt hast. Ich sollte mir das langsam irgendwie notieren. Och, ich kann es doch gerne nochmal sagen. Jetzt gehst du doch wieder rechts lang? Ja. Okay. Ich habe mich sozusagen verlaufen. Na bitte, es quietscht. Aha. Willst du jetzt doch zu mir kommen? Nee. Dann nicht. Jetzt auch nicht mehr. Guck mal hier nach einem Gar. Du hast eine Grube gefunden. Aha, guck mal, wo die ist. Ja. Schön, dass ich meinen Werkzeugkasten dabei habe. Nein, habe ich nicht. Schade. Ja, Ist das sinnvoll hier? Oh, ja gut, okay. Da sind zwei, zwei Türen. Ja, könnte Sinn ergeben. Ich schau mal. Jetzt klick drauf, danke. Was war nochmal unsere Aufgabe? Ich hab's schon wieder vergessen. Den Feuerweisen töten? Ach ja, da war ja was. Wer hat Intelligenz nur weniger als du, ha? Weniger als überleg. yes, es quietscht weiter. So, wollen wir reinschauen? Schauen wir mal rein, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schadenspunkt. Ja, der Elfenalp hat wenigstens nur ein Kurzzeitgedächtnis, ansonsten ist er relativ intelligent. Ich kann nichts Positives zur Intelligenz meines Kriegers sagen. Nee. Und doch, er kann sich zumindest merken, was er töten soll, wenn er was zu töten hat. Knack. Ich sagte knack. Und wieder raus. Hat sich gelohnt. Geh nochmal rein. Nö. Ich bin vielleicht doof, aber nicht dumm. Oh, sehr gut. Wollt ihr nicht dazwischen knack. Stellen in der Hoffnung, dass das eine Skelett genauso grenzdebil ist wie der komische Ork, den ich vorhin hatte, oder was? Ja, bin ich vorsichtig. Oh. Ja, gut. Oh, das ist eine Verschwendung. Vielleicht gehe ich auch einfach. Würde ich auch machen. So, tschüsschen. Dicke Truhe, Alter. Da erwarte ich jetzt aber auch was drin. In der nächsten Runde. Tu mir einen Gefallen, such mal gleich auf dem Feld, auf dem du stehst und geh nicht weiter ran. Ich glaube, du müsstest, wenn die Truhe im Raum ist, automatisch die Truhe nehmen, egal wo du dich im Raum befindest. Ich teste das. Mach erst Sicherheit, bevor ich reingehe. Was ist denn das da in der Mitte? Oh. Das ist Bardo oder Feuerweise. Aha. So, erstmal 2 extra Würfel und dann pause ich noch eine Runde.
Suchen wir mal. Mhm, die Truhe enthält 150 Goldmünzen und den Zauberstab der Erinnerung. Ein magischer Questschatz. Geil. Zauberstab der Erinnerung, sagt ihr das was? Das heißt hier auf jeden Fall auf der Karte das magische Zepter. Das ist das Ding, womit du zwei Zaubersprüche in der Pro-Runde rausnatzen darfst. Ah, das ist super. Da freut sich mein Baba. Nicht wahr? Da haben wir schon 2 von 5 besonderen Gegenständen gefunden. Die wir beide wieder verbummeln werden. Ja. Geil. So, Tagkenner. Dann klatschen wir ihn mal. Mach es gut. Ich hab gewonnen. Oh. Ich glaube, so eine Mutti hat 3-4. Ich guck mal kurz. 3-4 ist aber schon... Ja, die hat nur Tempo 4, so ist Arsch langsam, aber hat 3-4, ja. Ja, komm. Dann hau ich jetzt einfach mit um. Ich bin überlegen, ob ich rausgehe, mich heile und dann wieder reingehe. Aber muss ich unbedingt suchen? Ich will suchen, wenn da so ein Alchemistentisch ist. Ach so, ich wollte sagen, eigentlich, wir haben jetzt den Feuerweisen erlegt. Du kannst auch suchen und dann einfach gehen. Oder kannst du nicht suchen, wenn Monster im Raum sind? Nee, das geht nicht, wenn Monster im Raum sind, Mensch. So, dann gehe ich jetzt einen Schritt raus. Natürlich nicht. Ha, clever. Intelligenz 4. Nee, ich suche nicht. Ich bin fertig mit meiner Mission. Ich heile mich jetzt erstmal. Ganz entspannt. Mhm. Sag mal, ich kann hier gleich nicht abkürzen, ne? Oder darf ich in die Treppe durch Wände gehen? Das probieren wir gleich mal aus. Oh, witzig, witzige Idee. Was eine Wanderung. Tach, kennst mich noch? Yes. Di-di-di-di-di-di-di. Ja, so heißt du. Di-di-di-di-di-di-di, ja. Trotz einer ausführlichen Suche findest du nichts. Geil. Natsch. Dicker Alchemistentisch. Ja, dann kann ich jetzt... Oh. Und nichts drin und dran und drum. Ja. Schön, jetzt verschleudere ich eine 10. Ist traurig. Naja, du brauchst ja jetzt auch nur eine 1, wenn es funktioniert. Das stimmt, aber ich sage, es funktioniert nicht. Was sagst du? Ich sage, es funktioniert. Ich hab gewonnen. Der Kaiser belohnt den Töter von Balur mit 150 Öcken. Das ist natürlich auch ein bisschen fies. Also du gehst durch eine Wand durch... Und da ist einfach die Wendeltreppe und du fällst einfach ins Nichts, weil du vielleicht gerade nicht damit rechnest. Das kann sein, ja. Und auch euch kriegt 150, meine ich. Ich bin auch der Töter von Balur. Ich fühle mich fair gearscht. Bis neulich. Tschüss, Leroux.